Herzlich willkommen zur Pressekonferenz von Bündnis 90 Die Grünen mit der stellvertretenden Ministerpräsidentin und Bildungsministerin von Nordrhein-Westfalen. Wir haben heute im Bundesvorstand und im Parteirat die Wahlen analysiert, haben uns sehr gefreut über das tolle Ergebnis für uns Grüne einerseits, aber auch für die bisherige Minderheitenregierung aus SPD und Bündnis 90 Die Grünen in Nordrhein-Westfalen. Das Ergebnis ist eine klare Bestätigung der guten politischen Arbeit der Minderheitenregierung in den letzten 20 Monaten, sei es der Bildungskonsens, für die bisherige Bildungsministerin steht, sei es die Halbierung der Neuverschuldung, sei es die neue politische Kultur, einerseits im Umgang innerhalb der Koalition, andererseits im Umgang mit der bisherigen Opposition. Das Ergebnis kann sich nicht nur sehen lassen, es ist für uns ein kräftiger Rückenwind für die Bundestagswahl 2013 und für die Landtagswahl nächstes Jahr im Januar in Niedersachsen. Die Rahmenbedingungen waren für uns sicherlich nicht unbedingt einfach. Ich erinnere einerseits daran, dass die Ministerpräsidentin Frau Kraft mit einem starken Amtsbonus ausgestattet Wahlkampf gemacht hat. Es gab eine Zuspitzung auf die Spitzenkandidatin einerseits der SPD, andererseits der CDU. Dann natürlich der Überlebenskampf der FDP, ein Hype um die Piratenpartei. Aus der Konstellation heraus haben wir, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Ergebnis eingefahren. Das hat viel damit zu tun, dass wir neben der guten Politik auch im Wahlkampf keine Versprechungen gemacht haben, die nicht haltbar sind, nicht das Blaue vom Himmel herunter versprochen haben. Für die CDU ist es die 11. Niederlage in Folge bei Landtags- oder bei Senatswahlen. Also das heißt entweder Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin abgewählt oder Ergebnis verschlechtert und so weiter. Es ist natürlich klar, dass eine Landtagswahl keine Bundestagswahl ist. Vor Ort gelten besondere Themen, besondere Konstellationen. Das ist auch in Nordrhein-Westfalen so gewesen. Aber ich will auch daran erinnern, wenn die CDU zugelegt hätte, hätte sie das als ihren Erfolg auch auf Bundesebene und für Frau Merkel gefeiert. Insofern ist umgekehrt logischerweise das auch eine Niederlage, nicht nur für Herrn Röttgen, sondern insgesamt für die CDU und damit auch für die Bundeskanzlerin. Der ehrenhafte Versuch von Herrn Röttgen, sich wie ein Schutzschild vor seine Kanzlerin zu stellen, um damit einerseits sein Umweltministerium zu retten, andererseits zu versuchen zu vermeiden, dass einige der Pfeile auch Frau Merkel treffen, der wird meines Erachtens so nicht funktionieren, denn hier ging es auch um Themen der Bundespolitik. Die Wahl in Nordrhein-Westfalen war auch ein klares Nein zum Betreuungsgeld. Die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler in Nordrhein-Westfalen, aber insgesamt in der Republik, will das Betreuungsgeld nicht. Es will keine Gymnasial-Fernhalteprämie für Arbeiterkinder, sondern es möchte lieber das Geld investieren in den Ausbau guter Kita-Plätze in ihrem Stadtteil. Die Wählerinnen und Wähler haben aber auch sich klar geäußert zur Steuerpolitik. Sie wollen keine Steuergeschenke auf Pump zulasten künftiger Generationen ohne eine vernünftige Gegenfinanzierung. Und die Wahl ist auch ein klares Signal Richtung Berlin, dass ein Kahlschlag bei der Förderung der Solarenergie ganz offensichtlich nicht gewünscht ist, der zu einem Ruin einer ganzen Industriebranche bei uns führen würde, sondern eine behutsame Anpassung ist hier notwendig. Und auch das ist, glaube ich, sehr klar, die Wählerinnen und Wähler wollen, dass man jetzt endlich in Berlin mal in die Puschen kommt bei der Energiewende. Und da muss ich sagen, machen wir uns große Sorgen angesichts dessen, dass wir jetzt zwei schwache Minister haben, die für die Energiewende in Berlin zuständig, bei vielleicht dem zentralen Thema überhaupt unserer Volkswirtschaft, nämlich wie stellen wir unsere Energie in der Bundesrepublik Deutschland, unsere Energieversorgung ein, auf Energiesparen, Energieeffizienz, Erneuerbare. Ein Wirtschaftsminister, der innerparteilich geschwächt ist, angesichts dessen, dass neue Länderfürsten dort quasi mehr oder weniger aus den Ländern heraus das Sagen haben, und den Umweltminister auf Abruf, der quasi warten muss, was das Kanzleramt ihm sagt, ob er bleiben kann oder nicht. Das wird die Energiewende nicht leichter machen. Die Wahl ist auch eine Bestätigung für Silvia Löhrmann und Hannelore Kraft und für die Art, wie sie gearbeitet haben. Da ist, glaube ich, viel, was man sich abschauen kann. Keine Hahnkämpfe, kein Zickenkrieg, wie wir es gegenwärtig bei der Bundesregierung unter Schwarz-Gelb sehen können, die sich in einer Art herzlichen Abneigung gegenseitig verbunden sind. Ich habe das Gefühl, die brauchen gar keine Opposition mehr, die machen das gegenseitig untereinander. Die drei Regierungsfraktionen, Herr Seehofer knöpft sich Herrn Röttgen vor, ich zitiere, Desaster mit Ansage. Herr Seehofer ist für die Kanzlerin gegenwärtig nicht zu sprechen und droht sogar mit einem Boykott der Koalitionsarbeit. Das ist alles ein Umgang miteinander, der alles ist, nur kein bürgerlicher Umgang.
könnte mir vorstellen, dass sich Frau Merkel schon fast freut auf den Besuch des neuen französischen Präsidenten François Hollande. Was die Umgangsformen angeht, da wird es wahrscheinlich etwas höflicher zugehen, wie gegenwärtig innerhalb der Koalition. Wir haben uns heute auch beschäftigt mit dem Besuch des französischen Präsidenten. Da wird es natürlich um das Thema Fiskalpakt gehen. Die Bundesregierung braucht die Opposition, braucht Bündnis 90 die Grünen im Bundesrat. Ich finde, jetzt ist nicht die Zeit für irgendwelche Spekulationen über den Austritt oder gar Rauswurf Griechenlands aus der Eurozone, sondern was wir jetzt machen müssen, ist, dass wir uns darüber unterhalten, dass wir den Fiskalpakt einerseits brauchen und andererseits ergänzen müssen um Wachstumsimpulse. Aber ich will das sehr klar sagen, es geht eben nicht um schuldenbasierte Wachstumsimpulse der traditionellen Linken, sondern es geht um einnahmebasierte Wachstumsimpulse. Darüber müssen wir reden. Das heißt, dass wir schauen müssen, wie wir die Einnahmenseite des Staates verbessern können, beispielsweise über eine Finanztransaktionssteuer, damit wir auch diejenigen, die teilweise für die Krise mitverantwortlich sind, beteiligen können. Und wir müssen auch schauen, wie wir besonders Vermögende beteiligen können an der Finanzierung der Krise. Wir sehen im Fall von Spanien, dass er nun sich quasi vollständig an die Empfehlungen Brüssels gehalten hat, an die Rezepte, die dort gegeben worden sind, dass diese Rezepte nicht dazu geführt haben, dass die Arbeitslosigkeit runtergeht. Sie haben nicht dazu geführt, dass die Schuldentragfähigkeit Spaniens wächst. Sie führen zum Gegenteil. Wir brauchen nicht mehr Situationen wie in Griechenland in der Europäischen Union, dass wir immer mehr Länder bekommen, die nicht regierungsfähig sind. Darum brauchen wir ein Fiskalpaket, das zu einer soliden Haushaltspolitik anhält. Wir brauchen aber eben auch ein gesundes Wachstum, das hilft, dass Schulden real abgebaut werden können und die Menschen eine Lebensperspektive haben. Danke, Cem Özdemir. Bitte, Silvia Lümmel. Ja, auch von mir einen schönen guten Tag. Ich freue mich natürlich hier zu sein und auch nach einmal drüber schlafen freue ich mich und bin sehr zufrieden mit dem Wahlergebnis, was wir gestern in Nordrhein-Westfalen erzielt haben. Wir haben das erzielt in einer, Cem Özdemir hat das gesagt, in einer schwierigeren Ausgangslage als vor 2 Jahren. Und wir haben es geschafft, das Vertrauen, was die Menschen uns vor 2 Jahren gegeben haben für die Zukunftsgestaltung Nordrhein-Westfalens, dieses Vertrauen weitgehend zu aktivieren und wieder zu aktivieren. Und wir haben unsere Position als dritte Kraft klar behauptet. Wir haben das deswegen geschafft, weil wir auf unsere Stärken gesetzt haben und an unseren Stärken auch festgehalten haben. Und die Stärken sind glaubwürdig für das eintreten, was man für das eigene Land für richtig hält, also für die Zukunft Nordrhein-Westfalens. Und wenn wir uns dann die genaueren Analysen angucken, dann sieht man, dass wir unsere Stärken inhaltlich ausgebaut haben. Das war ein klares Ziel. Wir haben einen klar inhaltlich orientierten Wahlkampf gemacht, nämlich Umwelt natürlich, haben wir noch Pluspunkte gesammelt. Wir haben jetzt erkennbar zugelegt, auch beim Thema Energiepolitik, also die Verknüpfung von Inhalt, von Umwelt, Energie und letztlich damit mittelbar auch Wirtschaftspolitik. Und natürlich einen Zuwachs haben wir erzielt bei der Bildungspolitik, weil, glaube ich, wirklich sichtbar geworden ist, dass wir nicht eine Politik für irgendwelche Schulformen machen, sondern dass wir Politik machen für die Kinder, die in diesen Schulen sind. Und dass wir die Systemfragen bereinigt haben durch diesen Schulkonsens. Das hat Pluspunkte gebracht. Und die Menschen haben gewertschätzt, dass dieser zivilgesellschaftliche Konsens erarbeitet worden ist und dass die Schulen und Kommunen in diesem Rahmen jetzt wirklich arbeiten können. Das hat sich dann auch niedergeschlagen in den Wählerwanderungen. Wir haben ja, obwohl wir uns klar für Rot-Grün aufgestellt haben, haben wir trotzdem auch noch Stimmen von der CDU gewonnen. Und ich weiß aus direkter Ansprache, dass einzelne Menschen, die früher CDU gewählt haben, gesagt haben, weil sie das mit der Schule so gut gemacht haben, darum unterstützen wir sie jetzt und fühlten sich sogar motiviert, sich jetzt auf Schulleiterstellen zu bewerben. Also eine sehr schöne persönliche Erfahrung. Der zweite Punkt, der, glaube ich, für unseren Wahlkampf und für Nordrhein-Westfalen wichtig ist, die Partei hat gekämpft, die Partei insgesamt, die Basis, die Unterstützung von Bundesebene, das will ich ausdrücklich nochmal sagen, wir haben wirklich in den 6 bis 8 Wochen, die wir ja nur Zeit hatten, einen Wahlkampf hingelegt, der seinesgleichen sucht. Und die Partei war in gewisser Weise
mit dem Begriff Stolz soll man ja immer vorsichtig sein, damit man schön auf dem Boden bleibt, aber so eine Art geerdeter Stolz auf die geleistete Arbeit hat unsere Basis auch angetrieben, mit dafür zu sorgen, dass wir den Zuspruch bekommen, um unsere Regierungsarbeit fortsetzen zu können für Nordrhein-Westfalen und als Grüne auch orientiert an diesen zentralen thematischen Punkten. Die Glaubwürdigkeit ist ein weiterer Faktor. Da haben wir wieder den Platz 1. Und ich glaube, aus der Verknüpfung von klaren inhaltlichen Zielen mit Personen, die dahinterstehen, die für die Sache brennen, die leidenschaftlich für die Sache streiten, daraus ist dann der entsprechende Spirit dazugekommen. Was wir auch analysiert haben, dass wir mehr und stärker von Frauen gewählt werden. Das bestätigt sich immer wieder. Das hat uns sicherlich auch von der Konkurrenz jenseits der jetzigen Regierung ausgezeichnet und dass wir auch bei den Erstwählerinnen und Erstwählern nach wie vor deutlich punkten konnten. Was die Analyse der Konstellation angeht, bin ja oft gefragt worden, warum binden Sie sich an die SPD? Ich meine, wir haben vor 2 Jahren gesagt, wir kämpfen für starke Grüne. Wir wollen dann gerne mit der SPD regieren, ohne andere Dinge auszuschließen. Aber es war natürlich jetzt folgerichtig, aufgrund dieser erfolgreichen und auch positiven Regierungsarbeit auch ganz klar, dass wir für starke Grüne in einer rot-grünen Regierung antreten und diese Regierungsarbeit fortsetzen wollen. Und dass es gelungen ist, trotz 5-Parteien-Parlament eine so klare rot-grüne Mehrheit zu erkämpfen, das ist, glaube ich, doch ein deutliches Signal, dass das geht, wenn man jeder für sich kämpft, dass das aber auch geht, wenn man klar mit einer rot-grünen Perspektive kämpft. Und deswegen ist es, glaube ich, durchaus legitim, daraus abzuleiten, wenn das im größten Bundesland gelingt, dass das dann auch im Bund gelingen kann, aber natürlich noch längst nicht gelaufen ist. Das ist, glaube ich, die Schlussfolgerung, die man aus Nordrhein-Westfalen auch für die Folgewahlen ziehen kann. Insofern, glaube ich, können wir Grüne aus Nordrhein-Westfalen und werden uns gerne einbringen in den anstehenden Wahlkampf in Niedersachsen und dann auch mit dem, was wir zu bieten haben, in die politische Auseinandersetzung hier in Berlin, wenn es darum geht, auch eine Bundesregierung zu haben, die das, was wir richtig finden, nämlich soziale Gerechtigkeit, gute Bildung und auch Handlungsfähigkeit von Gemeinden und Ländern, dass das dringend eine andere Bundesregierung erfordert und hoffentlich eine rot-grüne. Dankeschön. Danke, Silvia Löhrmann. Ich habe schon die ersten Fragen. Bitte, Herr Bestin. Ups. Frau Löhrmann, welche Schlüsse ziehen Sie denn aus Ihrem Wahlkampf bei der Verbindung von Personen mit Inhalten und welche Empfehlungen machen Sie da für die Bundesspitze, wie sie in den Wahlkampf gehen sollte? Mit einer Spitzenkandidatin oder mit zweien oder mit mehreren? Ich glaube, man kann ein Land nicht ohne weiteres mit einer Bundesaufstellung vergleichen. Wir haben nun aus der Entwicklung heraus das so für Nordrhein-Westfalen entschieden, weil die Präsentationsmöglichkeiten auf Landesebene noch mal deutlich schwieriger sind. Und wir haben dazu ein Verfahren verabredet als Partei insgesamt. Und dieses Verfahren werden wir geordnet durchführen und entscheiden. Und dann entscheidet das die Partei. Und es ist nicht an mir, heute hier diese Situation zu nutzen, um irgendwem Empfehlung zu geben, was zu tun oder was zu lassen wäre. Die Partei wird das klug entscheiden, so ähnlich wie das andere auch tun. Ich bin viel gespannter, wen die FDP denn nun aufstellt. Dafür scheint die Zeit aber für Herrn Lindner vielleicht in Düsseldorf zu kurz zu sein, um sich dann jetzt da wieder abzusetzen und in Berlin ganz durchzustarten. Herr Löwenstein, bitte. Frau Löhrmann, Sie haben die verschiedenen Zuwächse gefeiert, die die Grünen gewonnen haben, aber das war natürlich Umfragekompetenzzumessungen und keine Stimmanteile. Die Zuwächse an Stimmanteilen sind alleine auf die SPD geflossen. Die Grünen hatten ja nun beansprucht, dass sie der eigentliche Antrieb für die Kraft sei. Sind Sie dann nicht ein bisschen traurig, dass die ganzen Zuwächse dann zu den anderen geflossen sind? Und woran liegt das, meinen Sie? Wir haben beim letzten Mal eine Verdoppelung hinbekommen und in einem Land, in dem die Ausgangslagen mitnichten vergleichbar sind wie in Baden-Württemberg, haben wir unser Potenzial weitgehend wieder aktiviert, mit leichten Abstrichen, aber deutlich zweistellig und deutlich vorne als dritte Kraft, das habe ich eben gesagt,
drittstärkste Kraft. Und zurückzuführen ist das natürlich auf den Amtsbonus der Ministerpräsidentin und zurückzuführen ist das natürlich auch durch dazugekommene Konkurrenzen, sprich die Piratenpartei. Also Potenzial ist erschöpft. Das Potenzial ist nicht erschöpft. Wir haben jetzt ein Maximum erreicht an Stimmenwiederaktivierung von zufriedenen Menschen, die uns wieder das Vertrauen gegeben haben. Jede Wahl hat ihre Eigenheit und ihre Besonderheit. Und ich glaube, dass das jetzt ein Maximum dessen war, was wir erreichen konnten. Und insofern bin ich sehr zufrieden. Natürlich wünscht man sich immer mehr, aber das ist ein sehr ordentliches Ergebnis in dieser schwierigeren Ausgangslage. Frau Lühr, bitte. Vorher, Herr Özdemir, das Betreuungsgeld erwähnt. Jetzt gibt es heute laut einer Zeitung, laut einem Zeitungsbericht offenbar Pläne von Frau Schröder, um das Betreuungsgeld schmackhafter zu machen, einen 10-Punkte-Plan in Sachen Kita-Ausbau wohl vorlegen zu wollen, noch im Mai. Wäre das Ihrer Meinung nach ein Kompromiss, um das eine mit dem anderen vielleicht doch verbinden zu können in der schwarz-gelben Koalition? Also, das kann Frau Lührmann besser beantworten wie ich. Wofür man das Geld vor Ort bräuchte. Wir haben ja nicht eine Situation, dass die 35%, die ja willkürlich festgesetzt sind, warum 35%? Der Bedarf, so hören wir sehr oft, ist deutlich höher wie die 35%. Diese 35% verfehlen wir krachend. Das heißt, auf uns kommt eine Klagewelle drauf zu. Und nicht überall übernehmen die Länder die Verantwortung für die Kommunen, sondern in vielen Ländern heißt es dann, dass die Klagen bei den Kommunen, also sprich bei den Bürgermeistern landen, die da nicht so richtig viel dafür können, für eine Fehlplanung auf Bundesebene. In der Situation ist jeder verfügbare Cent und jeder verfügbare Euro notwendig. Und wenn die Regierung jetzt sagt, sie hat noch Geld in der Schatulle, dann bitteschön rein in den Ausbau Kita. Und ich will das nochmal unterstreichen, es geht hier um eine quantitative Steigerung, aber auch um eine qualitative Verbesserung, denn es geht um Kinder unter 3 Jahren. Und Kinder unter 3 Jahren, die will man in Einrichtungen tun, wo man weiß, da sind gut ausgebildete Leute, gut motivierte Leute, gut ausgestattete Einrichtungen, die auch angemessen bezahlt werden. Das ist nicht zum Nulltarif zu haben. Also mein herzlicher Appell, das ist nichts, wo es jetzt darum geht, wie kriegt die Koalition eine Gesichtswahrung hin, sondern also, hier geht es um die Kinder. Und deshalb pragmatische Politik und aufhören mit der Ideologie. Ich will das nochmal sagen. Das ist erkennbar Flickschusterei, was da jetzt stattfindet. Und zwar aus Gründen, eine Regierung zusammenzuhalten. Das diskutieren die Menschen nicht. Die Menschen wollen eine Entscheidung in der Sache. Und da ist die Entscheidung eindeutig. Es gibt keine gesellschaftliche Mehrheit dafür. Bis hin nicht nur Integrationsbildung, Sozialpolitiker, sondern bis hin zur Wirtschaft, die sagen, mein Gott, das ist falsch. Das ist erkennbar falsch und fehlinvestiert. Und dann muss es geklärt werden in der Sache und keine Flickschusterei betrieben, weil wir, kann ich nur noch mal unterstreichen, dieses Geld für die Infrastruktur brauchen. Sie können einen Rechtsanspruch nicht kontingentieren. Was sagen Sie denn? Und die Kommunen werden das ausbaden müssen. Die müssen die Plätze vorhalten. Die haben die Klagen umzusetzen. Und da kommt dann auch der Unmut an. Aber das Thema ist so hoch und eindeutig identifiziert, nicht durch parteipolitisches Agieren, sondern weil es den Leuten wirklich, weil es ihnen nicht gefällt, dass hier falsche Entscheidungen getroffen werden. Es war eines der großen Themen, wo immer man das angesprochen hat, war die Resonanz eindeutig, das ist nicht gewollt und die Mittel sind direkt in den Kommunen für den Ausbau gewollt. Das ist so ähnlich wie beim Bildungs- und Teilhabepaket. Das ist auch so eine Flickschusterei. Das Geld wird in den Schulen für Schulsozialarbeit und Lernförderung gebraucht und nicht auf Umwegen über dicke Anträge und die privaten Nachhilfeinstitute kriegen staatliches Geld, um Kinder indirekt zu fördern. Das ist das Thema Kooperationsverbot. Da wird es, der Druck wird wachsen und die Kanzlerin wäre gut beraten, dass sie sagt, ich habe verstanden. Das war mehr so ein Signal wie, ich habe verstanden und wir machen das jetzt. Und dann muss der Seehofer entscheiden, ob er nur von den Gesprächen wegbleibt oder ob er andere Schlussfolgerungen zieht.